Herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 17. bis 23. August 2020. Und wir wollen uns anschauen, welche Karten ich verwende. Da ist einmal Finde deinen wahren Weg von Colette Baron-Reed. Das ist für die allgemeine Energie in der Woche, die Dinge, die so kommen. Wir haben für die Tageskarten, also die Woche, das After-Tarot. Zur Klärung haben wir das ganz normale Rider-Waite-Tarot von Waite. Das ist auch ein Waite-Tarot. Für die Orakelkarten haben wir die Weisheitskarten der Seele, auch von Colette Baron-Reed, und die Orakelkarten des Krafttieres, das dich in dieser Woche begleitet. Ja, ich hoffe, dass das in dieser Woche für einige auch erfolgreich weitergeht. Wir schauen uns das an und wir schauen natürlich auch in die Astrologie, was da so los ist am Himmel. Und denkt dran, Kanalmitgliedschaft habe ich ja schon mal erwähnt, falls ihr möchtet, das ist mindestens 99 Cent im Monat, dann könnt ihr einen Tag früher, also den Donnerstag immer, die Wochenlegung früher sehen, ohne Werbung. Und für alle anderen bleibt alles wie gehabt. Ich bedanke mich, wünsche euch viel Spaß und bis dann. Die allgemeine Astrologie, was in dieser Woche so für alle gilt. Wir haben Sonne, Merkur, 17. und 18. August. Damit sind viele Dinge, glaube ich, erleichtert, auch die Kommunikation untereinander, ob das jetzt privat ist oder beruflich. Und wir haben einen Venus-Uranus am 18. Das bedeutet, dass da positive Energien herumschwirren, die ihr hoffentlich dann auch nutzt. Ihr könnt euch ganz schnell verlieben, das ist möglich. Und wir haben auch am 19. die Möglichkeit, dass Dinge von vorn beginnen, dass Dinge neu beginnen. Am 20. Merkur geht in die Jungfrau. Das ist so ein bisschen akribisch, Erdenergie. Man ist ein bisschen genauer. Das muss nicht schlecht sein, aber man sollte natürlich nicht überkritisch sein. Auch die Sonne geht ja vom Löwen, der jetzt noch in der Sonne steht, am 22. in die Jungfrau. Und da haben wir auch wieder diesen Aspekt mit Mars, Saturn, der auch wieder so die Ellenbogenmentalität hervorholt und dass man vielleicht auch sich möglichst aus Konflikten raushält, beziehungsweise sich überlegt, ob sich das lohnt, sich in irgendeinen Konflikt einzumischen, einzugreifen. Wir schauen natürlich auch gleich noch für die einzelnen Sternzeichen, aber das sei es jetzt erstmal für die Woche für alle. Also es gibt ein paar positive Aspekte, die ihr natürlich für euch und für eure Lieben nutzen könnt. Und ja, bleibt dran und bleibt positiv. Wir schauen uns jetzt an, was für die einzelnen Sternzeichen drin ist. Stier zur Taroskoplegung mit Ella. Erstmal so der astrologische Bereich, was wir in der Woche 17. bis 23.08.2020 für dich haben. Wir haben ja immer noch Uranus bis 2026 in deinem Sternzeichen. Auch da sei nochmal erinnert, dass es da immer wieder Veränderungen gibt. Das ist der große Veränderer Uranus. Das kann überraschend kommen. Und je flexibler du dich dem, ja, ich sag mal, nicht entgegenstellst, es annimmst und das Beste daraus machst, desto besser wird es für dich. Ja, Saturn im Steinbock sorgt natürlich dafür, dass du Dinge verbessern kannst im Laufe des Jahres, also nicht jetzt nur in der Woche. Und du kannst ja, Weichen stellen für etwas, was sich in der Zukunft als gut erweist. Also ausprobieren, testen, ja, Flexibilität beweisen. Ja, wir hatten vorher Neptun in Verbindung mit Jupiter, das ist allerdings jetzt vorbei. Ich hoffe, da hat ihr keiner an Bären aufgebunden, ja. Wir haben Mars im Widder bis zum Jahresende, das bedeutet körperliche Energie und auch natürlich Streitpotenzial. Und das ist halt immer auch wichtig, dass man sich natürlich seine Konfliktsituationen aussucht. Immer kann man das nicht, aber wenn möglich, sollte man da vorsichtig sein. So, wir haben vom 7. August bis 6. September Krebs-Venus mit echter Liebe, echten Gefühlen, was du natürlich auch in dieser Woche für dich nutzen solltest. Wir haben ab dem 20. August bis 5. September ja, die Möglichkeit, die Skills zu verbessern, Fortbildung, Weiterbildung, Lernen, irgendetwas lernen. Ja, dann haben wir bis zum 20. Merkur allerdings ein bisschen schwierig stehen. Das kann bedeuten,
dass du dir zu viel vornimmst. Also schön eins nach dem anderen, nicht übertreiben. Also 5. bis 20. August ist Merkur kritisch. Ab 20. August bis 5. September kannst du durchstarten. Ja? Das nochmal als Hinweis. Was haben wir für dich? Wir haben in dieser Woche, du bist ein bisschen egoistisch in dieser Woche, gerade auch so um den 17. rum. Und das kann am Tag drauf, am 18. nämlich dann zu Krach und Streitigkeiten führen, sei es im Job, privat, wie auch immer. Versuch darauf zu achten, dass das höchstens geringfügig bleibt. Ein Termin für ein gutes Gespräch dazu oder um das wieder klarzustellen, wäre dann das Datum 25. August. Also das sind jetzt so mal für diese Woche, ja, das ist ja schon über diese Woche hinaus am 25., aber das können wir ja dann in der nächsten Woche nochmal ansprechen. Schauen wir jetzt, was die Karten sind. Bei deiner Kartenlegung, und das ist eine allgemeine Legung, wie immer. Die wird nicht immer hundertprozentig übereinstimmen, das geht ja auch gar nicht bei so vielen Leuten, aber du kannst dir vielleicht ein paar Hinweise, ein paar richtungsweisende Dinge daraus holen, die für dich interessant sind. Wir beginnen wie immer damit, was von außen kommt, also was von deinem Umfeld kommt, was deine Mitmenschen dir so entgegenbringen in dieser Woche. Was haben wir da für den Stier? Die 10 der Erde, Sicherheit und Stabilität, auch Erdenergie wie deine, bedeutet, dass du vielleicht sehr große Unterstützung hast. Wir haben auch gehört, Zuneigung, Liebe, es gilt ja auch für die Partnerschaft, die Münzen, ne? Dass da sehr viel Positives auf dich zukommt. Was haben wir jetzt als deine Energie? Wie siehst du dich selbst? Was wünschst du dir für diese Woche? Was erhoffst du oder befürchtest du? Was ist gut für dich? Was ist weniger gut? Und wie geht die Woche für dich aus? Ich schaue jetzt nochmal in die Kamera, wie das aussieht. Ein bisschen schräg, aber so können wir das hinlegen. Okay, dann kommen wir zu den Wochentagen. Die Wochentage wie immer, Montag bis Sonntag natürlich, aber können bei dir anders liegen. Einfach, weil wir bei der Allgemeinlegung sind. Und das natürlich nicht exakt für alle der gleiche Tag sein wird. Wir schauen uns an, welche Energie du in diese Woche mitbringst, also was du deinen Mitmenschen an Energien zeigst, wie du, ich sag mal, wirkst nach außen hin. Was haben wir da vom Stier zu erwarten? Die Sonne, ja, schön. Das ist Vitalkraft, das ist natürlich Optimismus, positive Energie. Ich glaube, das hat mit positiven Beziehungen und so zu tun. Vielleicht auch die Liebe, die dir entgegengebracht wird oder die Sicherheit, die du bekommst durch andere. Das bringt dir auch positive Energien und du strahlst aus allen Poren. Schön. Schauen wir uns an, was haben wir? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, wie vorher schon mal gesagt, das muss nicht in der Reihenfolge sein, das kann auch bei dir anders liegen. Wichtig ist, dass es dir ein Stück weit in deiner Situation hilfreich ist. Die Vorwoche hänge ich wie immer hinten dran, damit du vergleichen kannst, wie die Entwicklung war von der Vorwoche zu dieser Woche, damit du nochmal schauen kannst, was sich verändert hat in der Zwischenzeit. Oder wo du noch dabei bist, was zu verändern. Wir wollen jetzt auch schauen, ja, was deine Energie sind. Noch ein Hinweis auf die Kanalmitgliedschaft. Ich habe das ja eingerichtet, damit die Leute, die unbedingt das ohne Werbung schauen können, dass das möglich ist. Das ist immer donnerstags, veröffentliche ich das für die Kanalmitglieder ab 99 Cent im Monat. Und für alle anderen am Freitag. Nur mal so nochmal hingewiesen. So, wir schauen uns an, welche Energien du mitbringst. Die 9 der Luft. Du machst dir zu viele Sorgen. Unnötige Sorgen. 9 der Schwerter ist immer unnötige Sorgen oder 9 der Luft. Ja, müssen wir gleich mal schauen, was dir Sorge bereitet. Du bist besorgt, vielleicht auch nervös aufgrund Veränderungen, aufgrund von äußeren Einflüssen. Was wünschst du dir denn? Geduld. Ja, Geduld ist eine Tugend und die besitzt du ja auch. Ganz klar, lieber Stier. Nur manchmal möchtest du natürlich auch, dass sich die Dinge entwickeln. Du wünschst dir Geduld, vielleicht auch mit dir selbst, mit deinen Umwälzungen oder mit deinen Ideen, dass du ja die geduldigen Menschen findest, die mit dir deine Ideen umsetzen. Hoffnung und Ängste.
Da haben wir den Page der Erde, kleine Schritte. Das hat ja auch mit Geduld zu tun, dass man nicht so schnell vorankommt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Page der Erde sind kleine Schritte, erste Schritte in eine Richtung, vielleicht in eine Veränderung. Was ist denn gut für dich? Gut für dich ist die 3 der Erde, dass du eben nicht alleine bist, sondern dass deine Leutchen an deiner Seite stehen, dir helfen, dir den Rücken frei halten oder eben auch mit dir an Projekten, an Dingen arbeiten, dass du verlässliche Freunde, Kollegen, Partner, wie auch immer hast. Das ist sehr, sehr schön. So, nicht gut für dich. Da haben wir die 7 der Kelche Verwirrung. Ja, wenn du nicht so recht weißt, wo du lang willst, kannst du natürlich auch nicht ausgiebig planen. Ja, und wir haben ja gehört, dass du so ein bisschen egozentrisch sein könntest in dieser Woche. Ja, vielleicht durch die Sonne. Die Sonne ist Strahlkraft und man sonnt sich halt in seinem guten Ansehen und merkt nicht, dass man vielleicht so ein bisschen egozentrisch wird. Das ist nicht schlimm, das passiert jedem Mal. Ist nichts Dramatisches. Aber ja, schärfe den Blick dafür, was andere auch für dich tun, auf wen Verlass ist, wer an deiner Seite ist, mit wem du gut ja, Dinge umsetzen kannst. Das ist wichtig, dass du das nicht aus den Augen verlierst. Der Ausgang ist die 9 des Feuers. Du gibst nicht auf, aber du musst eben auch aufpassen, dich nicht zu übernehmen. Und das hatten wir auch astrologisch eben gehört, sich nicht zu verzetteln, nicht zu viele Baustellen aufzumachen, ja, sich nicht an zu vielen Dingen zu beteiligen, sondern sich wirklich zu überlegen, wo ist meine Kraft und meine Energie wirklich sinnvoll? Wo bringt es auch den nötigen Erfolg für mich und die, die daran mitwirken? Also nicht zu verzetteln, nicht zu viel gleichzeitig. Wir haben hier den Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen. Ja, was macht dir denn da Sorge? Vielleicht ist jemand zu nett, um ihm die Meinung zu sagen. Vielleicht, ja, gibt es da etwas, was unausgesprochen ist, was dir Sorge bereitet? Vielleicht ist es auch die Sorge um einen lieben Freund, ein Familienmitglied. Wir schauen uns das ja nachher nochmal an. Dienstag haben wir das Ass der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn. Und leidenschaftlich bedeutet, du bist mit Herzblut dabei. Das kann eine neue Liebe sein, selbstverständlich. Es kann die Leidenschaft in der Partnerschaft sein. Es kann aber natürlich auch die Leidenschaft für etwas, ja, was du in Gang bringen möchtest oder was gerade läuft. Ein Umzug, ein neuer Job, ne? Kann natürlich auch sein. Dann haben wir am Mittwoch Page der Kelche, entgegenkommen, liebevolle Energie. Da ist viel Gefühl mit drin, sei es jetzt in der Beziehung oder auch im Job, in dem, was du tust. Aber verzettel dich nicht, ne? Sei nicht zu nett, denke ich mal, dass du allen sagst, ja, das mache ich, das mache ich. Und irgendwann stehst du da und schaffst gar nichts mehr, weil du dir zu viel vorgenommen hast. Achte darauf. Donnerstag haben wir den Ritter der Münzen. Also es ist eine bis auf dieses Ass sehr pragmatische, langsame, behäbige Energie, was ja auch nicht schlimm ist. Um Dinge gut zu machen, braucht man Zeit. Gut Ding will Weile haben. Ritter der Münzen bedeutet ja nichts anderes. Wir gehen das wirklich Schritt für Schritt durch. Wir schauen uns alle Unwägbarkeiten an, alles für und wider. Und dann gehen wir den Weg so, wie es am besten ist. Und das ist ja auch ein Erfolgsgarant. Am Freitag haben wir die Herrscherin. Das bringt dich auch voran. Du solltest dich auch nicht durch andere nervös machen lassen oder von deinem Weg abbringen lassen. Wir haben die 7 der Kelche, das ist ja auch Verwirrung und vielleicht machen ja auch andere Leute Stress. Das kann ja auch sein, dass du nicht selbst dir Stress machst, sondern andere da sind. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, es nicht zu hastig zu versuchen. Wir haben den Konflikt. Die 5 der Schwerter. Dieser Konflikt ist, glaube ich, nicht durch dich verursacht, sondern durch irgendjemanden, der dich versucht, auch vielleicht ein klein bisschen auszunutzen. Sei es jetzt jobtechnisch oder so, dich einzuspannen. Ja, wir schauen mal. Am Sonntag haben wir die Königin der Schwerter. Da gilt es, Rückgrat zu beweisen und auch mal Nein zu sagen. Ja, sie liegt unter den 9 der Stäbe und das bedeutet, sei authentisch, sei ehrlich, sag ganz ehrlich, ich habe schon so viel an der Backe, das schaffe ich nicht auch noch. Es tut mir leid, aber sonst liege ich irgendwann in der Ecke und dann kann ich keinem mehr helfen. Ja, Königin der Schwerter ist authentisch, sagt die Wahrheit, ist zu sich und anderen ehrlich und damit fährst du am besten.
Ja? Schauen wir uns jetzt mal an, was in deiner Energie hier mit der 9 der Luft deine Sorge ist. Wir haben die Liebenden und wir haben die 6 der Münzen. Du machst dir Sorgen darum, ob das ausgewogene Geben und Nehmen da ist. Ich denke schon. Du solltest ja nur immer mal wieder auch schauen, ob du, ich sag mal, von dir aus auch das Gefühl hast, dass du genug gibst. Ja, beide Seiten. Das muss man ab und zu mal überprüfen, nachschauen, ist das noch so. Aber das ist, denke ich, ausgewogen. Geduld, Gerechtigkeit und der König der Münzen. Ja, das ist deine Energie. Er hat Energie mit Gerechtigkeit, Fairness und natürlich Geduld für dich und für andere eine faire Sache herzustellen. Auch in Partnerschaften, auch im Job. Ja. Aber du musst auch natürlich irgendwo Grenzen setzen, bis hier nur nicht weiter. Sonst wirst du ausgebeutet. Wer zu nett ist, der wird ausgenutzt. Page der Erde, Hoffnung und Ängste, Manifestation und die 5 der Stäbe. Da ist ein kleiner Konflikt drin. Und das sehe ich so oder empfinde ich jetzt so, intuitiv so, dass du dir selber entweder oder jemand anders dir Stress macht. So, das muss jetzt aber fertig werden oder ne? Wenn etwas gut werden soll, dann bitte nicht hetzen. Diesen Spruch darfst du gerne weitergeben. 3 der Erde, 7 der Stäbe und die 5 der Kelche. Okay, da haben wir Widerstand, da haben wir Bedauern. Und das kann eben in dem Moment bedeuten, dass du Hilfe nicht angenommen hast oder nicht annehmen willst. Das wäre aber schade. Ja? Wir haben Zusammenarbeit, Hilfe, Unterstützung, Mitbeteiligte oder Mitwirkende. Und wenn du dann, ich sag mal, die Rüstung anhast und sagst, nein, das schaffe ich alleine, dann bist du ja selber schuld. Die 5 der Kelche ist das Bedauern, dass man die Rüstung anhatte. Okay, schauen wir mal, was die 7 der Kelche bedeutet. Neue Wege gehen, 8 der Kelche und der Wagen, die Zügel in der Hand haben. Ja, Krebsenergie, in der Liebe denke ich mal auch, in Beziehungen neue Wege zu gehen, sich nicht verwirren zu lassen und sich natürlich auch genügend Zeit einzuplanen für das Privatleben. Wenn du dich von allen Möglichkeiten hier mit den 7 der Kelche ablenken lässt, naja, da bleibt nicht mehr viel Zeit für schöne Dinge. 9 des Feuers, das Rad des Schicksals und die 10 der Schwerter. Ja, es liegt an dir zu entscheiden, wo deine Grenze ist und wo nicht. Du hast schon Erfahrungen gemacht, wo du diese Grenzen überschritten hast und wo du das bedauert hast. Und das ist jetzt vielleicht auch hier deine Wehrhaftigkeit. Aber wie gesagt, wenn du Hilfe bekommen kannst, dann nimm sie bitte auch an. Ritter der Kelche am Montag, da ist die Heilung. Und da ist die Geduld. Da ist auch der Erfolgsgarant. Ne? Auch in Sachen Gefühl können Dinge jetzt sehr gut heilen. Ja, sehr gut. Ja, man kann Dinge fair machen. Auch in der Liebe, wenn dir das vorher Sorgen gemacht hat. Das wird sich jetzt richten, wenn man in Ruhe und ohne Hetze daran geht. Ein leidenschaftlicher Neubeginn. 3 der Stäbe. Wir haben auch eben gehört, dass du ab 20. August kannst du natürlich auch neue Sachen lernen mit der Hohen Priesterin. Da bist du mit Feuereifer dabei und deine Intuition sagt dir, ja, das will ich. Und wenn deine Intuition das sagt, dann solltest du das natürlich auch für dich nutzen, ganz klar. Page der Kelche, die Kraft und die Mäßigkeit. Also, Mäßigkeit bedeutet, ein gesundes Maß zu finden. Ich will nicht sagen Mittelmaß, es hört sich negativ an, es ist nicht so gemeint. Ein Maß zu finden, wo du sowohl deinen Job als auch dein Privatleben, dein Liebesleben und so weiter intakt hältst, das gibt dir die Kraft, auch in Zukunft durchzuhalten und auch Durchhaltevermögen zu beweisen. Ass der Schwerter. Und der Gehängte, die Perspektive ab und an mal wechseln, sich wie ein Beobachter, wie ein Kinobesucher in deinem eigenen Film betrachten und die Dinge von allen Seiten schauen. Ja, einfach mal schauen, wo gibt es Dinge, die man nicht unbedingt braucht, wo sind vielleicht auch Sachen, wo ich vielleicht eher hätte mal zusagen sollen, dass sie mir helfen sollen oder so. Da mal ab und zu so Revue passieren zu lassen, was gut war, was nicht so gut war und ja, sich die Klärung selbst verschaffen, was man verbessern kann. Die Herrscherin, 7 der Schwerter und der Turm. Heimlichtuerei, ja, hat ein Ende.
Ja, es könnte sein, dass von dir oder jemand anderem irgendetwas herauskommt, was natürlich Konflikt verursachen kann. Es ist auch so, dass du vielleicht das ein oder andere verborgen hast, was du voranbringen wolltest, was vielleicht auch nicht geklappt hat, weil du keine Hilfe angenommen hast. Das kommt jetzt zutage. Die 5 der Schwerter, Page der Münzen und der Neuanfang. Es ist nicht schlimm. Man ist dir nicht böse, ja? Es ist nur einfach so, so nach dem Motto, habe ich dir doch gleich gesagt, ja? Und da solltest du sagen, na ja, nächstes Mal mache ich das, dann frage ich auch um Hilfe. Das ist wichtig. Das ist so eine Erkenntnis, die auch der Königin der Schwerter hilfreich ist. Kommunikation, Informationen sammeln und feste Bindung. Ja, Hierophant sind feste Bindung, kann auch zu deinem Arbeitgeber sein, kann zu deiner Beziehung sein natürlich, aber auch zu Menschen im Allgemeinen, innerhalb der Familie, sich austauschen, sich gegenseitig mitteilen, was man braucht und wie man sich gegenseitig helfen kann. Wir haben eine schöne Orakelkarte, nämlich den Höhenflug. Ja, nur ein Höhenflug sollte nicht zu Arroganz und führen, das ist ganz klar, sondern einfach zu Dankbarkeit und Freude. Ich finde, das ist das Beste, was man da tun kann. Die Grundbedeutung ist, du hast die Kraft, die Dinge von einer höheren Warte aus zu betrachten. Das ist ja auch der Gehängte. Du wirst über ein paar Dinge klar. Wenn du ein Vogel wärst, der hoch oben am Himmel fliegt, was würdest du wohl sehen? Wenn du dir auf diese Weise einen Überblick über die Chancen und Herausforderungen deines Lebens verschaffst, gewinnst du eine neue Perspektive. Heute sind dir unsichtbare Flügel verliehen, die dir erlauben, deine Lebensumstände wie im Flug in deinem höchsten Ziel mit deinem höchsten Ziel in Einklang zu bringen. Diese Karte ist ein Zeichen, dass dein Warten ein Ende hat, dass all deine harte Arbeit sich auszahlt und die Dinge, die du dir erhoffst, nicht länger außerhalb des Bereichs deiner Möglichkeiten liegen. Du kannst nach den Sternen greifen und wirst einen darunter finden, der deinen Namen trägt. Breite deine Schwingen aus und steige in die Lüfte. Die Engel warten auf dich. Also, du musst schon selber auch zulangen, wenn es sich ergibt, wenn die Möglichkeit da ist, nach den Sternen greifen, Geduld haben. Das geht nicht von heute auf morgen, ja. Aber auch, ich denke, es geht auch darum, Hilfe anzunehmen, wenn sie sich dir bietet. Wenn die Leute zu dir kommen und dir gerne helfen wollen, dann nehmen sie auch an. Und wir haben für dich die Orakelkarte, die Schlange. Es ist Zeit zu heilen. Also es gilt, irgendwelche alten Dinge oder vielleicht auch ja, Verhaltensweisen ad acta zu legen, zu lernen, zu heilen, hinter sich zu lassen. Schauen wir mal, was die Nummer 50 bedeutet. Die Schlange. Heilung. Okay. Moment, ich habe sie noch nicht gefunden. So, jetzt aber. Es ist Zeit zu heilen. Die Botschaft deines Krafttieres in dieser Woche. Wir alle haben es manchmal nötig, in die Heilung zu gehen, und wenn der Geist der Schlange erscheint, ist es Zeit, dich und dein verwundbares Herz gesunden zu lassen. Es gilt jetzt, gut für dich selbst zu sorgen und auf dich Acht zu geben, damit deine Lebendigkeit wieder zum Vorschein kommen kann. Gib dir selbst den Raum, den du brauchst, um dich um dein Wohlergehen zu kümmern. Verletzlichkeit gehört dazu, wenn Freundschaften und Partnerschaften funktionieren sollen. Und das bedeutet, dass uns allen bisweilen weh ums Herz ist. Geh jetzt behutsam mit dir selbst und anderen um. Lass das Vergangene wie eine alte Haut hinter dir und wachse in eine neue Seinsweise hinein, denn das Leben in dir will ans Licht. Es ist jetzt vielleicht an der Zeit, die Arbeit zu würdigen, die du schon geleistet hast, um zu wachsen und all das zu heilen, was in dir und den Menschen, die dir am Herzen liegen, Schaden genommen hat. Feiere mit anderen, wie weit ihr schon auf dem Weg der Heilung gekommen seid und was ihr gemeinsam geschaffen habt. Streife von dir ab, was nicht mehr deinem Wohlbefinden und deinem Wohlergehen dient, dem Wohl deiner Beziehungen und deinem Glück, und lass Heilung geschehen. Also die Heilung ist sehr wichtig. Ja, Dinge hinter sich zu lassen, vielleicht auch sich über Dinge klar zu werden, ne? Und auch nicht zu verheimlichen, also sondern offen zu sein, auch gerade zu den Menschen natürlich, die dein Vertrauen genießen, sich nicht ablenken zu lassen, dran zu bleiben, aber sich auch nicht zu verausgaben, also nicht für andere vielleicht zu viel zu tun, sondern irgendwo selbst zu wissen, hier sind meine Grenzen und da gehe ich nicht drüber hinaus. Das wäre halt so, ich sag mal, die Essenz dieser Legung. Ja, der Höhenflug ist da, bleib oder werd nicht zu egoistisch, ja, und lass Heilung geschehen, wenn Dinge nicht so gut laufen, damit man nachher nicht bedauern muss, nimm Hilfe an
und kümmere dich um dein Wohlergehen. Es sieht gut aus mit der Sonne und von außen die 10 der Münzen. Du hast die beste Unterstützung, die man haben kann. Also, was soll dir schon passieren? Außer, dass du ein paar wichtige und gute Erkenntnisse erlangst. Das ist schön. Mein lieber Stier, ich bin gespannt, was du uns berichtest in den Kommentaren. Ich hoffe, das tust du auch. So können wir ein Stück weit vielleicht auch was daraus lernen und ein Stück weit mitnehmen, was uns vielleicht auf dem Weg begleitet oder auch noch begegnet. Das wäre toll. Ich würde mich auch freuen, wenn du daraus etwas für dich ziehen konntest, wenn das hilfreich war und dich auch aufgemuntert hat, ein bisschen die Dinge anzugehen. Dann wäre es schön, wenn du ein Däumchen hoch dalässt. Ich bedanke mich, wünsche dir eine tolle, ereignisreiche Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute und bis dann.